um YouTube zu regieren und unsere eigene Community zu kreieren. Scamming und Scalping verurteilen wir. Mehr und mehr Follower, das wollen wir. Felix und der Editor, Team Pocket, geht durch die Decke. Ergebt euch nun und abonniert mich jetzt. Go. Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten TCGs. Heute mal was Neues auf dem Kanal. Wir gucken mal, ob wir den Preis einer Box wieder reinholen können. Diese Kollektionsboxen gibt es ja immer mal wieder, kommen jedes Jahr neue mit verschiedenen Pokémon. Und die kosten immer so roundabout 25 Euro. Und ich möchte heute mal gucken, mit euch zusammen natürlich, ob wir ungefähr die Kosten wieder reinholen können. Also, heute Donnersichel EX ist die Basis des Donnersichel-Decks. Kostet ca. 25 Euro. Wie gesagt, habe ich mir bei GameStop geholt, glaube ich. Ist schon ein bisschen was länger her. Ja, und wir gucken einfach mal rein. So. Das Ganze mal aus der Pappe befreien. Natürlich Offcam, weil zu groß fürs Set. Und dann haben wir Donnersichel EX, Basis-Pokémon, ne? Vergangenheits-Pokémon als XXL-Karte. Dann einmal als normale Karte, natürlich Blackstar Promo. Fürs Donnersichel-Deck. Dann Wutpilz als Supporter fürs Donnersichel-Deck und Energiekapsel aus der Vergangenheit. Ebenfalls als Holo. Reprint aus Paldean Fates, PAF, Paldeas Schicksale. Jo. Mit dem speziellen Galaxy Foil Holo. Hol ich alle gleich raus, zeige ich euch spätestens im Recap. So. XXL-Karte nochmal. Sehr, sehr viel Holo Foil. Und dann haben wir 4 Packs. Zweimal mein Lieblingsset. Obsidian Flammen und zweimal Paradox Rift. Paradox Rift hat ja letztens schon mal richtig reingelötet. Wir starten aber mit Obsidian Flammen. Denn wir fangen mit den alten Sets an und gehen zu den neuen Sets über. So. Preis pro Booster bei Obsidian Flammen irgendwas 3-4 Euro. Also sind wir bei 2 Stück zwischen 6 und 8 Euro. Energie. Zickzacks. Sichlurm, Meltan, Knabon, Sibirium mit der Erkältung, Glutexo, Stalobor, Reverse Bumeline, Reverse Hubeiler und ein Riffex Holo als erste Karte. Eine Holo ist jetzt halt 60 bis 80 Cent, ist dementsprechend nicht so super wertvoll und hilft uns nicht dabei, die 25 Euro für die Box wieder rauszuholen. Nicht so wirklich. So, zweites Pack Obsidian Flammen und dann gehen wir schon in Paradox Rift rein. Energie, Raffel, Membrana, Zickzacks erneut, noch ein Sichlo, ein Schlicktri, Flampivian, Bisbark, Vardribi Reverse, noch ein Frobyler Reverse und ein Entei Holo. Okay. 2 von 4 Packs, Hälfte der Box. Gucken wir mal. Donnersichel. Als Altart wäre schon schön. Letztens ja eine Altart aus Paradox Rift gezogen. Welche genau? Verrate ich nicht. Das müsst ihr herausfinden, indem ihr das Video dazu auf meinem Kanal guckt. Link dazu, wie immer, unten in der Videobeschreibung. So, Feuerenergie. Pandir. Vorgitter, Zweeps, Litomit, X-Butt, Fight, der Arenaleiter, Non-Reverse-Rubeiler, Mikrik, Groudon als Reverse-Rare, schön, und wow, Sandfell EX, sehr schön, cool, EX-Pull, wird auch im Vergangenheitsdeck gespielt, habe ich allerdings noch nicht in meiner Sammlung. Ist also auf jeden Fall mal ein Hit. Kann man mitnehmen, aber so mehr als 2-3 Euro würde ich den jetzt auch nicht schätzen. Letztes Pack. Wir wollen ja als Pokémon-Kartensammlerinnen und Sammler immer die besten Deals haben. Ne? Sprich, wenig Geld, viel Wert.
So, Stahlenergie, Zubat. Gierspenst, Felilu, Linfu, Jay. Dazu vorletztes Video zu Paradox Rift gucken. Pumpgen, Professor Antiquus Vitalität, auch eine gute Supporterkarte. Vergangenheitsdeck. Nope. Scorb Reverse, Castellit und ein Deoxys Holo. Auch schön. Habe ich glaube ich auch noch nicht in der Hand. Okay. Jetzt hole ich erst eben noch die Karten für euch raus. Und dann gehen wir schon in den Recap. Bis gleich. Also, was haben wir gezogen, was zum Wert unserer Box von 25 Euro ungefähr so entgegenträgt? Also, einmal, bevor wir natürlich anfangen mit den regulären Karten, die XXL-Karte, die kann man zwar nicht spielen, aber die sieht cool aus, die kann man sich irgendwo einrahmen, sich an die Wand hängen, mache ich mit meinen XXL-Karten teilweise auch, nicht mit allen, aber mit manchen. Ich würde schätzen so roundabout 2 Euro. Ich blende euch natürlich während des Öffnens Preise ein und die Preise hole ich mir von Cardmarket. Ich nehme da immer so ungefähr den 30-Tage-Durchschnitt. Man kann sich auch bei eBay bedienen, aber da fahren die Werte deutlich mehr Achterbahn als auf Cardmarket. So, dann, was haben wir bekommen? Einmal das Donnersichel EX, Vergangenheits-Pokémon, Basis-Pokémon, sprich mit einer Karte, die einfach nur Basis-Pokémon raussucht, kann man sich das auch aus dem Deck auf die Bank holen. Ist sehr, sehr cool, weil es hat 230 KP und das für ein Basis-Pokémon, das ist schon echt krass. Ist eine spielstarke Karte, vor allen Dingen mit dem Vergangenheitsdeck, sprich, ich würde schätzen so 6-7 Euro. Dann Wutpilz, ja, Reprint aus Paldean Fates, also Paldea Schicksale, hat hier dieses Galaxy Foil Pattern auf der Karte. Normalerweise hat das dieses normale Holofoil, was halt nicht so mit diesem quasi Glitzer da drin ist, würde ich jetzt auch schätzen, nochmal so ungefähr 2 Euro. Dann Energiekapsel aus der Vergangenheit, ganz wichtig für Vergangenheits-Pokémon. Ich würde auch schätzen, ja, 1,50 Euro, 2 Euro. Dann sind wir schon bei, boah, keine Ahnung, irgendwas um die 10 Euro, mit der großen Karte ungefähr 12 Euro. So, Riffex und Entei aus den beiden Obsidian-Flammen-Packs. Hätte ich jetzt gesagt, maximal 1 Euro pro Stück. Ne? Dann das Sandfell. Da hätte ich schon gesagt, so zwischen 2 und 3 Euro. Und dann nochmal das Deoxys für 1 Euro. So. Sprich, ich würde jetzt grob schätzen, so irgendwas so 20, 21 Euro. Also haben wir ungefähr 3, 4 Euro Verlust gemacht. Der Bulk schwer zu sagen, ne? Also alles was Reverse Holo und Trainerkarten sind. Da ist vielleicht noch Professor Antiquas Vitalität ganz gut zu spielen, aber auch die würde ich nicht mehr als 30, 40 Cent sagen. Wird also eng, den Wert da aus der Box wieder rauszuholen, aber dafür haben wir was geöffnet. Ich hatte Spaß, ich hoffe ihr auch, hattet auch Spaß und damit sind wir schon wieder auf der Endcard. Meine Herren, was für eine Überleitung. Und wie immer, nicht vergessen. Like da lassen, Abo und Glocke, kommentieren und teilen, weil teilen ist Liebe. Und damit bleibt gesund, habt Spaß und merkt euch, es geht nicht immer nur ums Geld. Bis bald, ciao.